Erst vor einigen Tagen ist bei uns in der Region wieder gut was runtergekommen. Davor hat es 6 Wochen lang nicht geregnet. Und dennoch wachsen die Pflanzen sehr kräftig. Und zum Beispiel im Folientunnel habe ich meine Tomaten ungefähr 5 Wochen lang nicht gegossen. Und dafür schauen sie ja sehr gut aus. Für einige von euch kann das eine sehr herausfordernde bzw. frustrierende Zeit sein. Pflanzen wachsen vielleicht nicht so, wie man möchte, Früchte vielleicht mehr klein, muss man immer ständig gießen, ist auch ein gewisser Aufwand und kann auch sein, wenn man es dann komplett verpasst, dass die Pflanzen dann komplett vertrocknen. Zweifelnd, dass Gärtner an den Nagel hängst, gebe ich dir meine Tipps mit an die Hand, wie ich es schaffe, dass ich trotz so einer langen Dürreperiode meine Pflanzen mit optimalem Wasser versorgen kann. Wichtigster Tipp zuerst, was bei mir schon einen sehr großen Stellenwert in der Permakultur eingenommen hat, und zwar das Mulchen. Den Boden bedeckt halten, damit die Sonne und auch der Wind nicht für die Austrocknen bei dem ungeschützten Boden sorgen. Dadurch findet eine geringere Verdunstung statt, es entstehen keine Risse, der Boden bleibt krümelig und das Bodenleben bleibt auch aktiv. Ich mulche jetzt momentan sehr viel mit Grasschnitt, weil das halt auch anfällt. Man kann auch super mit Stroh zum Beispiel mulchen, Holzwolle, Schafswolle, Holzhex. Falls du nicht genug organisches Material hast, dann kannst du so ein Unkrautvlies oder auch Unkrautfolie nutzen. Wird halt sehr gerne im Profianbau genutzt. Ich kenne auch einen Freund, der das bei mir macht. Auch hier bleibt der Boden bedeckt und darunter ist es auch schön feucht. Einer meiner Lieblingsbeete ist das Hügelbeet, was für genau solche Dürreperioden entwickelt worden ist. Das liegt daran, dass die unterste Schicht aus Holzstämmen bestehen und die saugen sich regelrecht voll mit Wasser. Am besten die legst du gleich im Herbst an, damit sie halt über den Winter dieses Wasser speichern können. Und wenn du dann Starkzehrer hast, die dann mit ihren Wurzeln bis runter zum Holz kommen, dann sind sie über den ganzen Sommer hinweg mit dem Wasser von den Holzstämmen versorgt. Dieses Prinzip kannst du auch bei deinen Hochbeeten anwenden oder auch so Komposthaufen ansetzen, damit du halt dort zum Beispiel deine Kürbisse anbauen kannst. Ja. Wir neigen dazu, viel zu schnell reaktionär zu handeln. Jetzt in der Mittagszeit tun halt die Pflanzen ihre Blätter hängen lassen. Das machen sie einfach aus dem Grund, um halt hier die Verdunstung entgegenzuwirken, die halt durch die Hitze entsteht. Das muss nicht unbedingt heißen, dass deine Pflanzen kein Wasser zur Verfügung haben. Das machen sie auch, wenn der Boden feucht ist. Du hast ein viel einfacheres Leben, wenn du deine Pflanzen vielleicht nur jede Woche, alle 2 oder 3 Wochen richtig gut gießt. Dadurch tust du den Boden auch tiefgründiger mit Wasser anreichern und die Pflanzen werden dann auch ihre Wurzeln nach und nach dem Wasser folgen lassen und hier aus den tieferen Schichten dann ihr Wasser holen. Wenn du jeden Tag deine Pflanzen gießt, dann haben die auch keinen Grund, warum sie ihre Wurzeln etwas tiefer bilden sollen, um am Wasser zu kommen, denn sie bekommst du ja täglich von dir. Um beim Gießen viel Wasser zu sparen, würde ich neben den Pflanzen eventuell Flaschen, Töpfe oder Olas eingraben, in denen du dann das Wasser reingibst, damit er das Wasser direkt an die Wurzeln rankommt, anstelle halt den ganzen Mulch nass zu machen. Oder du schiebst halt den Mulch zur Seite und gießt halt dann deine Pflanze direkt und tust dann den Mulch wieder drüber schieben. Ja. Wichtig zu erwähnen ist, dass du das nur mit Pflanzen im Freiland machen kannst, über mehrere Wochen nicht zu gießen. Wenn du Pflanzen in einem Kübel kultivierst, dann solltest du dann schon regelmäßig gießen, weil die halt in einem begrenzten Raum stehen. Aber auch hier kannst du effizient gießen. Also am besten, du nutzt halt hier zeitweise eine Untersetzerschale und gießt halt dort rein, damit die Erde sich von unten vollsaugen kann und auch hier die Pflanze wie ihr den Impuls bekommt, ihre Wurzeln etwas weiter nach unten zu verlegen. Außerdem ist es so, wenn deine Erde komplett ausgetrocknet ist und du tust in diese trockene, staubige Erde dann einfach Wasser rein, dann hat die Erde keine Speicherkapazität. Das heißt, das ganze Wasser fließt wieder unten raus. Falls das bei dir der Fall ist, gießt du erstmal etwas die Erde an, wartest dann ungefähr 10 bis 20 Minuten und gießt dann nochmal die Erde. Das wiederholst du dann so lange, bis immer weniger Wasser rausfließt und du dann siehst, okay, jetzt ist die Erde feucht, sie kann jetzt gutes Wasser speichern. Weil die Gurke eine Diva ist und du bestimmt keine bitteren Gurken haben möchtest, also jetzt hier in den Hochsommerzeiten, dann später werde ich meine Gurken alle 2 Tage gießen. Pflanze auch Kulturen und Sorten, die beständiger gegenüber Trockenheit ist. Beispielsweise die Tomate oder auch die Wassermelone, welches Wüstenpflanze sind, Tiefwurzler, die auch einfach ihre Wurzeln so weit nach unten reichen lassen, bis sie an Wasser rankommen. Kürbisgewächse im Allgemeinen gehören dazu. Es macht halt einfach keinen Spaß, wenn du halt im Hochsommer irgendwie neue Möhren aussetzt, dann musst du auch die ganze Zeit gießen, bis sie aufkeimen. Oder Radieschen brauchen auch eine zuverlässige Wasserversorgung, damit die eine schöne Knolle bilden und nicht in die Blüte gehen. Oder auch Blumenkohl und Brokkoli, wenn da unregelmäßig mal Wasser kommt, dann fangen sie auch an, sofort
in die Blüte zu gehen, anstelle halt schöne Blütenknospen auszubilden, die wir dann gerne essen möchten. Und das Wichtigste von allen, du brauchst einen fruchtbaren Boden, weil der Humusboden kann am besten Wasser abspeichern. Vor allem, wenn du noch Pflanzenkohle mit einarbeitest. Für diese beiden Themen habe ich separate Videos gemacht, werde ich hier unten in der Videobeschreibung verlinken. Schau sie dir unbedingt an. Ich werde sie dir auch hier an der Seite an der Endkarte mit verlinken. Dann kannst du gleich draufklicken. Aber bevor du das machst, gib mir doch gerne einen Daumen nach oben. Schreib mal unten in die Kommentare, was du jetzt zum Beispiel machst, um halt über diese Trockenzeit hindurchzukommen, damit halt vielleicht andere noch weitere Inspirationen haben. Gerne den Kanal auch kostenlos abonnieren für weitere solcher lebenswichtigen Tipps. Und ich hoffe, dieses Video hat dir einen Mehrwert gegeben, damit wir halt gemeinsam reiche Ernte einfangen können und auch hier ein Zeichen setzen können, wie man eine Landwirtschaft vielleicht in Zukunft gestalten kann, damit wir halt auch solche Dürreperioden optimal überstehen können und wir uns mit gesunden Lebensmitteln selbst versorgen können. In diesem Sinne freue ich mich, dich im nächsten Video wiederzusehen.